herzlich willkommen zu unserem zweiten Brüder Grimm Festspiel Backstage-Blog-Video. Mein Name ist David Wehle und ich führe euch in den nächsten Wochen ein bisschen hinter die Kulissen, werde euch die Stücke und die Darsteller und die Regisseure natürlich vorstellen. Und dazu gehen wir heute gleich mal Richtung Drösestadion, wo geprobt wird für das Musical, das erste Stück, das in diesem Jahr Premiere feiern wird, nämlich Aschenputtel, und da lernen wir den Regisseur kennen. Wir sitzen jetzt hier mit dem Regisseur von Aschenputtel, Holger Hauer. Herzlich willkommen in Hanau. Guten Tag. Wie gefällt es dir in Hanau? Sehr schön. Das bisschen, was ich jetzt bisher gesehen habe. Ich wandle im Moment immer nur, im Moment wegen des Wetters noch per Auto, zwischen Bruchköbel und der Halle, in der wir probieren, und habe, muss ich gestehen, außer dem Schloss eigentlich noch nichts gesehen und diesem wunderschönen Restaurant. Das gefällt mir aber bisher alles schon mal sehr gut. Das klingt sehr gut. Und wie lange seid ihr schon am Proben? Wir proben jetzt knappe 14 Tage und sind mittendrin im teilweise noch stellen und teilweise schon putzen und feinarbeiten. Das klingt ja gut. Hast du denn einen Bezug zu den Brüder Grimm, zu den Märchen, zu den Brüdern? Wahrscheinlich so wie die meisten Menschen durch Vorlesen als Kind am Abend, als Gute-Nacht-Geschichte. Mir sind die Brüder Grimm ansonsten eigentlich nie begegnet, außer wirklich in Kindertagen. Danach haben sich unsere Wege getrennt, möchte ich mal sagen. Kannst du trotzdem irgendeinen Charakter nennen, der dich persönlich beschreiben würde? Also meine Darsteller würden wahrscheinlich sagen, der böse Wolf. Ich selber würde natürlich sagen, der Prinz. Weiß ich nicht, ist schwierig. Also es gibt ja so viele mannigfaltige Charaktere. Ich bin wahrscheinlich der liebe Wolf, sagen wir es mal so. Es gibt ja ganz viele, über 400 verschiedene Versionen des Stoffes. Ganz bekannt natürlich bei uns die Version von den Gebrüder Grimm. Dann gibt es auch die Disney-Version, Cinderella, oder auch die Bechstein-Version von Aschenbrödel, die wir alle kennen. Zu Weihnachten wird das rauf und runter gespielt im Fernsehen. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Oder auch die französische Cendrillon-Version. Wie ist denn eure Version? Was sind denn da so die kleinen oder größeren Unterschiede? Ja, es gibt ja so ein paar Varianten immer. Und ich glaube, wir mischen verschiedene Varianten. Plus, dass wir ein bisschen was Neues haben, was es, glaube ich, nur bei Disney gibt. Wir haben beispielsweise, was vielleicht der große Unterschied dann auch zu den Grimms ist, eine gute Fee, die letztlich das Ganze ein bisschen wie ein Spielleiter, wie ein Conferencier, kann man vielleicht fast sagen, begleitet und die Fäden ein wenig in der Hand hält und die ganze Geschichte auch erzählt letzten Endes. Das ist vielleicht so der große Unterschied. Wir haben natürlich die Stiefmutter mit den beiden bösen Stiefschwestern. Also ich glaube, wir mischen ein wenig die verschiedenen Versionen und bilden daraus dann letztendlich eine neue Version, die dann auch sehr spezifisch, glaube ich, dieses Stück auch besonders macht. Das heißt, es wird auch gezaubert? Es wird auch gezaubert. Dummerweise ist unsere Fee nicht so in Übung, dass jeder Zauber auch gleich klappt, was dann auch zu der einen oder anderen amüsanten Verwirrung führt. Du hast schon angesprochen, die Stiefmutter wird gespielt von Caroline Fortenbacher. Mhm. Hast du schon mit ihr gearbeitet? Ja, Caroline und ich, wir kennen uns wahnsinnig lange. Also wir sind ja noch unglaublich jung, also natürlich dann noch nicht so lange. Nein, wir kennen uns sehr, sehr viele Jahre. Wir haben vor 20 Jahren, glaube ich, zusammen West Side Story gespielt. Haben uns damals kennengelernt und sind seitdem auch befreundet. Du hast auch selbst gespielt? Genau, also ich habe selber ja als Darsteller angefangen, als Darsteller und Sänger, und bin dann irgendwann zweigleisig gefahren. Und es ist aber jetzt das erste Mal, dass ich Caroline inszenieren darf, und ich bin ganz glücklich und froh, dass sie hier ist. Und das ist auch ein bisschen cool, muss man sagen, denn Caroline Fortenbacher ist ja nun auch keine ganz Unbekannte in deutschen Landen. Und dass sie dann letztlich zugesagt hat und gesagt hat, Mensch, das Stück zu machen hier in Hanau und mit dir als Regisseur, da habe ich Spaß dran. Und da sind wir schon auch durchaus ein bisschen stolz, dass das geklappt hat. Und ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes, ohne jetzt die anderen Darsteller in den Hintergrund rücken zu wollen. Das überhaupt nicht. Aber dass Caroline mit dabei ist, ist schon wirklich toll. Und wir treffen uns eben hier endlich nach vielen Jahren der Freundschaft dann auch zur Arbeit mal wieder, was natürlich eine wunderbare Kombination ist.
Und zum Schluss gibt es da noch einen Charakter, den man irgendwie herausstreichen kann, der dir besonders gefällt in dem Stück? Oder? Naja, ich muss sagen, mein Lieblingscharakter ist dann auch die Titelfigur irgendwo. Also das Aschenputtel ist für mich schon eine ganz tolle Figur, gerade so, wie wir auch versuchen, sie anzulegen, die Michelle Fichtner. Die das ja spielt, ist eine sehr frische, sehr lebendige und was ich einfach sehr schön finde und was ich sehr mag und was ich auch versuche herauszuholen, herauszukitzeln mit ihr gemeinsam, ist einfach, dass sie eben nicht nur ein braves Mädchen ist, was also dann plötzlich in der Küche schlafen muss, sondern dass sie durchaus eine freche, aktive junge Frau ist, die mit ihrem Vater ja erstmal alleine zusammenlebt nach dem Tod der Mutter und die durchaus den Haushalt schmeißt und die was im Kopf hat und die nicht so ein verhuschtes Märchenwesen ist. Also es wird schon auch märchenhaft, aber ich finde es eben so spannend, dass jemand, der eigentlich voll im Leben, in seinem jungen Leben steht, dann plötzlich so runtergedrückt wird durch so eine Frau wie diese Stiefmutter und die Töchter. Die Fallhöhe wird dadurch einfach sehr schön groß und ich glaube, das kann einen emotional schon auch sehr berühren, neben allem Komischen, was das Stück hat, was auch das Aschenputtel hat, also die durchaus auch eine lustige ist, zumindest am Anfang, wird es dann, glaube ich, auch sehr dramatisch und wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, die Fallhöhe ist dadurch sehr groß und das Aschenputtel ist schon eine sehr spannende Figur. Zumindest hoffe ich das, wenn man sie so anlegt, wie wir es tun. Und da sind wir halt auch mit Michelle Fichtner einfach sehr beschenkt als Darstellerin und Sängerin. Und da bin ich sehr guter Dinge, dass das sehr schön wird mit ihr. Also es wird auf jeden Fall ein sehr lustiger, aber auch spannender Abend für die ganze Familie. Also wir wollen schon das Märchenhafte natürlich behalten. Die Hanauer, glaube ich, erwarten das auch von uns. Und zu Recht. Und es ist eben auch ein Märchen. Aber wir sind auch frisch. Ich glaube, wir sind frisch, wir werden recht komödiantisch, ohne jetzt albern zu werden. Aber ich glaube, es gibt viel zu lachen da, wo es passt. Ich glaube, es gibt viel zu fühlen und zu spüren da, wo es passt. Und ich glaube, es gibt auch die romantischen Momente, wenn der Prinz dann kommt. Es gibt die traurigen Momente, wenn das Aschenputtel eben wirklich allein und verlassen, nicht auf den Ball darf, etc. etc. Also ich glaube, es ist eine sehr gesunde Mischung aus diesen verschiedenen Komponenten. Und ich bin guter Dinge, dass das einfach eine große Bandbreite einfach ausfüllt und alle möglichen Seiten einfach gut und alle möglichen Seiten einfach gut bedient werden. Ja gut, jetzt wir kommen sofort zum Getränk. Einen Satz noch. Ja, wir werden uns ganz bestimmt bei den Proben noch öfter sehen. Ich komme dann vorbei und interview auch noch die Darsteller und den Choreografen oder auch wir werden uns dann auch noch die Bühne ansehen. Also bin schon sehr gespannt, was wir alles sehen werden. Vielen Dank und dann gehe ich jetzt wieder zurück. Danke. Vielen Dank. Tschüss. So, dieses war der erste Streich und der zweite folgt sehr bald. Ich habe noch eine Fanta bekommen, bin jetzt aber hier wieder in meiner schönen Theaterwohnung. Ich gehöre nämlich auch zum Ensemble der Festspiele. In welchen Stücken ihr mich sehen könnt, das werdet ihr später noch erfahren. Für heute sage ich vielen Dank und tschüss. Falls ihr irgendwelche genauen Fragen habt, irgendetwas, was ihr ganz genau wissen wollt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare und ich werde mich darum kümmern, das in den nächsten Wochen zu beantworten. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt uns treu, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns in Hanau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.